Hallo und herzlich willkommen zum Mittwochsupdate hier auf dem Kanal. Heute werden wir mal wieder einige Tarot- und Orakelkarten ziehen, um zu schauen, was die Botschaften der geistigen Welt sind. Und wir werden im Anschluss auch noch in ein kleines Channeling reingehen. Also, lasst uns mal starten. Bevor wir uns jetzt aber direkt in die Karten stürzen, gibt es einmal wieder eine kleine energetische Anhebung, damit wir uns gut vorbereiten auf die Botschaften der geistigen Welt. Und ich darf dich einladen, jetzt die nächsten 2 bis 3 Minuten mit mir zu verbringen. Wenn du das gar nicht möchtest, dann geh einfach nach vorne. Wenn du sagst, Schwingungsanhöhung, kann ich drauf verzichten, gehst du einfach 2 Minuten jetzt in die Zukunft. Schließe einmal deine Augen. Nimm einen tiefen Atemzug in deinen Bauch. Und beim Ausatmen lässt du Anspannungen und negative Energien los. Lass uns mal eintauchen in die Botschaften der geistigen Welt. Als erstes möchte ich mit dem Seelenreise-Tarot ein paar Karten ziehen und wir gehen dann auch noch in die Orakelkarten rein und schauen dann, welche Botschaften für uns durchkommen. Okay. Welche Botschaften hat die geistige Welt für das Seelenkollektiv? Welche Botschaften hat die geistige Welt? Oh ja, okay. Spannend. Manche von euch sind ein bisschen am Hin und Her schwanken, ob sie eine Situation verlassen sollen. Es kann um einen Umzug, eine Reise gehen oder wirklich das sich zurückziehen aus einer Situation, die sehr konfliktbeladen ist oder war. Für manche nehme ich wahr, dass ihr euch bereits gelöst habt aus dieser Situation und eigentlich so dabei seid, das hinter euch zu lassen oder komplett hinter euch zu lassen, aber dass ihr immer noch mal wieder so ein bisschen am Schwanken seid. Am Schwanken, am Hin und Her schwanken, was diese Situation angeht, ob das das Richtige war, ob ihr wieder zurück solltet oder... okay, was sind die Botschaften der geistigen Welt jetzt für das Seelenkollektiv? Ich nehme keine umgedrehten Karten im Übrigen. So... Komm vielleicht nächste Woche wieder. Vielleicht mache ich nächste Woche wieder umgedrehte Karten mit. Ja, siehst du, da haben wir es nämlich. Da haben wir es nämlich, ihr Lieben. Ja, und da ist auch schon diese Blockade gefühlt. Lass uns mal die Orakelkarten dazu ziehen. Ich nehme für euch, es kommen schon ein paar Botschaften direkt durch. Manche von euch werden jetzt tatsächlich erst anfangen, ihre Seelenfamilie zu finden. Ich habe das Gefühl, einige von euch fühlen sich ein bisschen verloren, weil es nicht wirklich die Leute im Umfeld gibt, die sich vielleicht für die gleichen Themen interessieren oder die, mit denen du vielleicht einfach nicht resonierst.
Ich habe das Gefühl, da ist für manche von euch geht es jetzt darum, die Seelenfamilie, sich der Seelenfamilie zu öffnen. Was kriegen wir hier? Ah, krass, ja. Passt das? So, da passt es. Wir haben die Kronenchakra, das Kronenchakra Upgrade. Die Karten, die ich benutze, schreibe ich dir immer auch unter dieses Video. So, lass uns mal schauen. Na, da kriege ich das. Stopp. Ei, rast dich aus! Der absteigende Mondknoten mit der Botschaft, lass dich nicht von Vergangenen bremsen. Das ist absolut, absolut die Energie, die wir... Ach, krass. Absolut, ja. So, hoppala, was haben wir hier? Noch ein kleiner Zusatzhinweis, habe ich das Gefühl. Ja, okay. Ich packe die Karten einmal ein bisschen weiter rüber, sonst sind wir hier so extrem wie sagt man... Wir haben ja Platz. So, lass mich mal schauen. Dum, dum, dum. Okay. So, die Energien, die ich für dich bekomme, sind zum einen, ich lese einmal die Karten vor. Kronenchakra Upgrade, göttliche Verbindung, heilige Erfahrung, wunderbare Energie. Lass dich nicht von Vergangenem bremsen, sagt der absteigende Mondknoten. Und der Strandläufer sagt, sei verspielt. Gefühlt ist das auch die Botschaft, wie es jetzt für dich grundsätzlich weitergeht. Ich packe sie dir gleich einmal kompakt zusammen. Die Zahl Nummer 60 haben wir hier ebenfalls. Das könnte für dich eine Rolle spielen, könnte eine Bedeutung haben. Die 60 lässt sich reduzieren auf die 6. Damit haben wir ebenfalls den Einfluss von den Liebenden hier im, von den Liebenden aus dem Tarot hier in der Legung. Ja, und für dich dreht sich jetzt alles darum, wirklich Entscheidungen zu treffen, die sich für dich richtig anfühlen. Und das ist wirklich spannend. Die erste Botschaft, die direkt durchkam, ist, dass es hier für ganz viele um die Seelenfamilie geht. Darum, deinen Tribe zu finden. Leute zu finden, mit denen du auf einer Welle bist. Wo du sagst, ja, das ist meine Familie. Das ist meine Herzensfamilie, meine Seelenfamilie. Und was ich da wahrnehme, ist, dass du in der Vergangenheit einiges erfahren hast, was... ja, wo du einfach krasse Enttäuschungen hast. Und ich habe auch das Gefühl, manche von euch sind enttäuscht, was Menschen angeht generell. Oder was die Menschen in deinem Umfeld angeht oder die Menschen, die in deinem Umfeld waren. Jetzt geht es aber wirklich darum, aktuell für dich gerade zu heilen von diesen Erfahrungen, zu akzeptieren, dass diese Erfahrungen dir ebenfalls gedient haben und zu dem Zeitpunkt, wo sie passiert sind, die Menschen richtig in deinem Leben waren, weil sie für dich gewisse Energien angestoßen haben, gewisse Erfahrungen angestoßen haben. Wir sehen das Ast der Schwerter, Durchbruchmoment, dir wird in dieser, vielleicht jetzt, das Ding ist, diese Legung will ich einmal dazu sagen, ich vergesse das immer, wir sind zwar beim Mittwochs-Update, aber auch wenn du diese Legung ein bisschen später findest, es ist tendenziell eher eine zeitlose Legung, die für dich gedacht ist in dem Moment, wo du diese Legung findest oder wo die Legung dich findet. Es geht jetzt gefühlt gerade darum für dich, wir haben zweimal das Thema Neuanfangsenergie, aber es wird dir gefühlt etwas klar und etwas bewusst. Ich nehme wahr, dass du dich sehr fokussiert hast auf diese Dinge in deinem Leben, die sich nicht entwickelt haben, wie erhofft. Und das nehme ich insbesondere in Bezug auf Beziehungen wahr. Ob Freundschaften, ob Liebesbeziehungen vielleicht. Vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes deine wirkliche Familie. Und es ist spannend, weil die Energie, die ich für dich bekomme, ist, dass du dich, ich krieg immer wieder rein, dass du dich alleine gefühlt hast. Mit den Menschen in deinem Leben vielleicht, wobei ich kriege gerade noch nicht so diesen Rückzug in dem Sinne rein, aber ich habe das Gefühl, du hast dich alleine gefühlt und nicht wirklich angekommen gefühlt. Darum geht es jetzt aber und die Botschaft, die ich für dich bekomme, ist, dass lass die Vergangenheit los, absolut, auch wenn du gefühlt am Hin- und Her-Schwanken bist, das war ja die erste Botschaft, die direkt durchkam, lass das Alte los, du bist auf dem richtigen Weg, kriege ich ganz stark rein, auch weil der Stern die Eingangskarte ist, du bist auf dem richtigen Weg, du kriegst jetzt vielleicht auch eine Neuausrichtung, vielleicht wird dir jetzt wirklich klar, in welche Richtung es jetzt für dich in die Zukunft geht. Und ich kriege hier mit dem Strandläufer rein, dass es darum geht, dass du deine Seelenfamilie findest, wenn du die Dinge machst, die dir Spaß und Freude bereiten.
Ob das eine Beziehung ist, eine Freundschaft ist, vielleicht sehnst du dich nach Freunden oder nach einer bestimmten Freund, nach einem besten Freund, nach einer besten Freundin. Vielleicht sehnst du dich nach deiner Seelenfamilie, deinem Tribe, wenn du jemand bist, der ein bisschen sozialer ist und sagst, hey, ich brauch Leute um mich rum. Vielleicht sehnst du dich auch nach einer Liebesbeziehung. Was auch immer das ist, die Botschaft, die ich für dich bekomme, ist, dass es zum einen ja darum geht, dass du jetzt wirklich das Alte hinter dir lässt, weil das hat ausgedient. Und auf der anderen Seite, dass du diese Verbindungen in deinem Leben anziehst und findest, wenn du die Dinge machen, die dir wirklich am Herzen liegen, wenn du deinem Herzen folgst. Für den einen oder anderen kann das der Gassigang mit dem Hund sein, wo du sagst, oh, ich liebe einfach den täglichen Spaziergang mit meinem kleinen Hundi und ich gehe in den Wald. Und es könnte sein, dass du da jemanden triffst. Vielleicht jetzt nicht unmittelbar 2 Tage nach dieser Legung. Aber der Hinweis ist für dich, wenn du deine Seelenfamilie anziehen möchtest, dann musst du unmittelbar deinem Herzen folgen. Dann kannst du nicht in Situationen bleiben, wo du sagst, oh, alles blöd hier, blöder Job, oh, Familie ist so anstrengend, Freunde machen irgendwie alle was andere, interessieren sich nicht für die Dinge, die ich mich interessiere, oder der Partner. Den du vielleicht hast, wo du sagst, oh ja, irgendwie, ja, du musst die Dinge machen, du musst deinem Herzen folgen. Erst dann wirst du deine Seelenfamilie wirklich in dein Leben ziehen und wirklich dich dieser Seelenfamilie öffnen. Das ist die Botschaft, die ich für dich reinbekomme. Und ich habe auch das Gefühl, gerade mit der Taube hier, ne? Ja, mit der Taube kriege ich immer die Energie Christusbewusstsein rein. Vergebung bekomme ich rein. Das ist ein ganz wichtiger Anteil, den ich hier für dich wahrnehme, dass es darum geht, auch der Vergangenheit zu vergeben und vielleicht auch dir zu vergeben in gewissen Aspekten. Vielleicht sagst auch du, ey, ja, mir wird jetzt klar, ich habe auch nicht immer alles gut gemacht in der Vergangenheit. Diese Erkenntnis in sich selbst ist bereits ein großer Teil deiner Seelenheilung und deines Seelenwachstums zu verstehen. Ja, da würde ich vielleicht jetzt Dinge anders machen, als ich das in der Vergangenheit gemacht habe. Ganz, ganz wichtig. Also allein diese Erkenntnis hilft dir bereits, deine Energie zu verändern, weil es gefühlt hier wirklich darum geht. Kronenchakra-Upgrade, das ist das Chakra hier. Das Chakra, mit dem du verbunden bist, an die geistige Welt, an das Universum und mit dem wir alle verbunden sind im Prinzip. Und was wir hier zum einen sehen, ist tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, du bekommst Downloads, also du bekommst gefühlt Botschaften von der geistigen Welt, die du vielleicht als Gedanke wahrnimmst oder als Inspiration, wo du sagst, ah, vielleicht sollte ich in diese Richtung gehen oder oh, warum denke ich gerade daran, in den Park zu gehen? Das bedeutet nicht, dass du in dem Moment direkt jemanden kennenlernen wirst und in dem Moment auf deine Seelenfamilie stoßen wirst, aber all diese Dinge, die die geistige Welt dir jetzt gefühlt an Botschaften mitgibt, um dich mit deiner Seelenfamilie wieder zu vereinigen, habe ich das Gefühl, das sind alles Schritte, die auf gewisse Art und Weise irgendwann dazu beitragen, eben deine Seelenfamilie oder Seelenpartner in dein Leben zu ziehen. Die göttliche Verbindung hier, für manche von euch ist es wirklich, oh, das ist so ein krasses Gefühl, was ich kriege. Diese tiefe Verbindung. Ne, Moment, dieses tiefe Bedürfnis nach tiefen spirituellen Verbindungen, ne? Die göttliche Verbindung, die spirituelle Verbindung, das Christusbewusstsein, jemand, der in dem Bewusstsein ist von Mitgefühl, von Liebe, von Verständnis, in dem Bewusstsein ist von Spiritualität. Das kriege ich hier ganz, ganz stark rein, dass sich ganz viele von euch danach extrem sehnen und das in der Vergangenheit aber nicht bekommen haben. Wisse, das ist in Ordnung. Das ist wirklich dieser andere Anteil, dass ich das Gefühl habe, es geht ganz stark für dich darum, diese Vergangenheit wirklich damit in den Frieden zu kommen, zu sagen, okay, ich schließe das jetzt ab. Aufgrund dessen, dass du ansonsten diese Energien aus der Vergangenheit mit dir rumträgst und die belasten dich. Und dieses Belastende, habe ich das Gefühl, die geistige Welt möchte, dass du Freude lebst, dass du hochschwingen wirst. Und die wirst du nicht finden, wenn du in der Vergangenheit und in dem Bedauern, Betrauern drin bleibst. So. Heilige Erfahrung, da kriege ich die Botschaft für dich rein. Zum einen sehe auch die Erfahrungen, die sich nicht spirituell und heilig angefühlt haben, als heilige Erfahrungen an.
Denn all dies ist Teil deines Seelenplans gewesen, was du, bevor du hier auf die Erde gekommen bist, als Seele entschieden hast zu leben und zu erfahren, um dadurch zu wachsen. Die Erfahrungen, durch die wir gehen, wo wir trauern, wo wir bedauern, wo wir sagen, boah, das war jetzt irgendwie nicht so hochschwingend und spirituell, die lernen dich etwas. Die lernen dich Akzeptanz, die lernen Vergebung dir selbst und anderen gegenüber. Und das ist so wichtig, um auch auf dieses Christusbewusstsein für uns als Menschheit aufzusteigen. Vergebung und Akzeptanz, um in den Frieden zu kommen, aber um auch energetisch aufzusteigen. So, lass mich nochmal weiterschauen, was kriege ich noch? Ich kriege aber auch rein, wir kriegen unten so, hier so ein bisschen eine Blockade rein. Das ist diese Energie von Selbstsabotage. Ich habe das Gefühl, ihr seid ein bisschen sehr im Kopf. Was wir hier unten reinkriegen, ist tatsächlich dieses, okay, Ordnung und Struktur. Im Prinzip auch hier männliche Energie, Ordnung und Struktur. Vielleicht hast du das Gefühl, dass der ein oder andere fühlt sich so, als ob die männlichen Energien in deinem Leben entweder wirklich durch einen Vater, durch einen Freund, durch einen Partner, vielleicht auch durch einen Chef oder Trainer, Coach. Ich habe das Gefühl, der ein oder andere von euch fühlt sich, als ob die männlichen Energien, sage ich mal, dich zurückgehalten haben, dich vielleicht blockiert haben. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, dass die männliche Energie in dir selber dich auf gewisse Art und Weise blockiert und zurückgehalten hat. Wisse, dass du gerade mit den Achter-Schwertern, die wir hier haben, wisse, dass du immer frei bist, Entscheidungen zu treffen und dass wir manchmal aber diese Illusion haben, in der Falle gegangen zu sein, wo wir unsere Macht abgeben an andere. Dementsprechend die Achter-Schwerter ist immer eine Karte, die auf limitierende Glaubenssätze und Verhaltensweisen hinweist. Aber natürlich kann das auch bedeuten, dass im wahrsten Sinne des Wortes du wirklich das Gefühl hast, dass männliche Energien in deinem Leben dich energetisch eingeschränkt haben. Und das ist das Nächste, was ganz spannend ist, was hier durchkommt. Das Ding ist, wir brauchen alle männliche Energien. Ich bin kein Fan davon, von extremem Feminismus und oh, jetzt nur Frauen und Frauen, 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 Frauen und oh, die blöden Männer, weil das auch wieder ein Extrem ist. Und ich persönlich frage mich immer, warum wir von einem Extrem ins nächste gehen, wenn es doch darum geht, in die Balance zu kommen. Aber wenn eine Situation so extrem aus dem Gleichgewicht rausgekommen ist und man, sag ich mal, vielleicht sehr, wenn das Männliche sehr stark und dominant ist, dann muss man, so, hier schwer und dominant und hier ist das Weibliche, dann muss man das erstmal ein bisschen ausgleichen. Das heißt, dieser Ballast muss jetzt schwerer sein, schwerer, schwerer, schwerer als das, was in dem gleichen Moment hier raufgepackt wird, damit sich das ausgleichen kann. Deswegen, ja, ich kann verstehen, dass man immer erstmal in das andere Extrem fällt, auch wenn man in einem sehr strukturierten Leben war und man öffnet sich der Spiritualität und dem Herzen vor allem, ne? Struktur, rationaler Verstand, man entdeckt die Spiritualität, man entdeckt die Heilung, die da drin steckt für uns. Und dann hat das andere Übergewicht. Und dann geht es aber irgendwann auch wieder darum, das ins Gleichgewicht zu bringen. Sprich, dann darf Struktur, dann darf der rationale Verstand und Ordnung auch wieder ein bisschen kommen, ein bisschen schwerer werden, sage ich mal, damit sich beides dann wieder ausgleicht. Ne? So. Und dementsprechend möchte ich immer auch ganz stark wiederholen, wir brauchen Struktur, wir brauchen Ordnung, wir brauchen gewisse Rahmenbedingungen, um Dinge voranzubringen. Und das ist ein wichtiger Bestandteil, wer wir sind. Aber es gibt gefühlt hier diesen negativen Glaubenssatz oder dieses Gefühl von männliche Energien und Strukturen haben mich eingeengt, haben mich limitiert und zurückgehalten. Und da darf gefühlt auch noch etwas so ein bisschen ins Gleichgewicht kommen hier. So, dann lass uns mal schauen, was wir noch für Zusatzbotschaften bekommen. Was sind die Botschaften, die wir noch für das Seelenkollektiv bekommen? Dein Glück ist nicht so weit entfernt, wie du glaubst, es zu sein. Du bist auf dem richtigen Weg. Beende die vergangenen Kapitel
Werde dir darüber klar und bewusst, dass auch das Ende, dass auch das Zerbrechen von Situationen und Beziehungen Teil deines göttlichen Seelenplans ist, auf deinem Weg ins Glück. Der Neuanfang, der sich in deinem Leben jetzt zeigt, birgt das große Potenzial, dich in der Tiefe deines Seins, in der Tiefe deiner Seele glücklich zu machen, zu erfüllen. Du wirst schon bald ein Gefühl des Ankommens erfahren, ein Ankommen in dir selbst. Und du wirst merken, dass du selbst dich zutiefst transformiert hast. Dein energetischer Abdruck hat sich verändert und ist nicht mehr in Resonanz mit den alten Energien. Daher sei ganz besonders bewusst, sollten alte Energien wieder auftauchen, und sei es nur durch Gedanken, so schüttel diese ab und blicke hoffnungsvoll in die Zukunft. Bleibe nicht in Gedanken an die Vergangenheit stecken. Dein Leben ist gerade im Übergang in einer Schwingungserhöhung. Und du wirst schon bald Energien in dein Leben ziehen, welche deine neue Schwingung widerspiegeln. Also bleibe auf dem Weg und lass dich nicht zurückziehen in alte Energien. Du hast schon so viel gelernt. Du hast dich durch so viel durchgearbeitet. Die Belohnung steht dir kurz bevor. Und die Belohnung beinhaltet ein tiefes Ankommen in deinem wahren Selbst und deiner Seelenessenz. Ihr Lieben, ja, das soll es gewesen sein jetzt für diese Legung. Ich hoffe, dass du mit den Botschaften resonierst und sie dir weiterhelfen auf deiner Seelenreise. Dementsprechend freue ich mich wie immer über ein Like, einen Kommentar oder auch, dass du den Kanal abonnierst, um up to date zu bleiben für neue Videos. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wundervollen Mittwochabend oder wann auch immer dir diese Legung schaut, und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Muah.